Sie wissen, dass die Anteilseigner heute das Flughafen heute getagt haben, um Antworten auf die schwierige Situation, in der sich dieses Projekt befindet, zu finden. Wir haben beschlossen, dass die Aufsichtsratssitzung, die turnusmäßig Ende des Monats angestanden hätte, auf den 16. Januar vorziehen und dass auf der Tagesordnung dieser Aufsichtsratssitzung auch Veränderungen in der Struktur der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft stehen sollen und werden. Und drittens, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Wowereit diese Funktion abgibt. Ich werde so der Aufsichtsrat dem zustimmen, sprich mich wählt, diese Funktion übernehmen. Darüber hinaus habe ich eben den Landesvorstand der SPD mitgeteilt, dass ich bei der nächsten Landtagssitzung die Vertrauensfrage im Parlament stellen werde. Nach Artikel 87 unserer Landesverfassung. Weil ich glaube, das ist eine so besondere und außergewöhnliche und auch schwierige Situation ist, wo eine solche Legitimation nötig ist, mir selber auch wichtig ist, um das, was dann zu tun ist, auch zu tun. Ich werde dem Aufsichtsrat vorschlagen, dass eine künftige Geschäftsführung einen klaren Vorsitzenden hat, was bisher nicht der Fall ist, wie Sie wissen, oder die meisten von Ihnen wissen, und zwei weitere Mitglieder des Vorstandes haben wird. Ich werde dem Aufsichtsrat auch vorschlagen, dass in den Aufsichtsrat neue Mitglieder hineinkommen mit einer gewissen Vorerfahrung aus dem Sektor im weitesten Sinne. Das ist jetzt, kann ich noch nicht weiter ausführen, weil ich das gerne mit den Kollegen des Aufsichtsrates auch besprechen würde. Gerne. Ich werde mich sehr intensiv darum bemühen, dass ein deutlich besseres Betriebsklima in der Flughafengesellschaft wieder einzieht. Manche von Ihnen wissen das, dass das im Moment nicht der Fall ist und man nicht von einem guten Klima sprechen kann. Das hat verschiedene Ursachen. Das liegt daran, dass neue und alte Kollegen noch nicht zueinander gefunden haben, dass das für die Arbeit nicht förderlich ist. Ich werde versuchen, meinen Beitrag zu leisten, dass Transparenz, Klarheit und Wahrheit, und zwar auf allen Schritten zu begleiten. Ich werde ein sehr enges Berichtssystem auch an mich, so ich denn gewählt werde als Vorsitzender, einführen. Mir ist bewusst, meine Damen und Herren, und ich tue das in voller Überzeugung, dass ich in der Verantwortung war, dass ich dieser Verantwortung, die ich auch mittrage, kann man immer auf zwei Wegen gerecht werden, indem man sich verabschiedet aus selbiger oder sie wahrnimmt und das Projekt zu Ende führt. Das Projekt war mir wichtig, ist mir wichtig für die gesamte Region und ich möchte, dass wir diesen Flughafen, der eine positive Wirkung haben wird für Berlin-Brandenburg und weit darüber hinaus, endlich über die Ziellinie bekommen. Ich möchte, dass wir einen Flughafen haben, der genehmigungsfähig ist ohne Provisorien, der funktionsfähig ist, der zukunftsfähig ist, der stressfest ist. Und da haben wir noch eine Menge vor uns. Die berechtigte Frage, die von Ihnen vielleicht auch gestellt wird, gleich nach einem Termin, sage ich hier, ich halte es für nicht sinnvoll und seriös, nach allen Gesprächen, auch heute nochmal mit dem Technikchef Herrn Ammann, im Moment einen solchen Eröffnungstermin neu zu benennen. Wir müssen abwarten, bis die Planung, die Umplanung, die nötigen Neuplanungen abgeschlossen sind. Erst dann und auch mit den Genehmigungsbehörden abgesprochen sind. Erst dann, glaube ich, kann man nach dem Desaster, was wir schon im Termin erlebt haben, belastbar einen neuen Termin
nennen und das wird aus meiner Sicht nicht möglich sein vor dem Frühjahr des laufenden Jahres oder Frühsommer. Das kann ich noch nicht genau sagen. Dazu werden in den nächsten Tagen noch mehr Gespräche nötig sein.